Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Warhammer, oder nee, besser andersrum, Total War Warhammer 2 mit mir, dem Fear Scream. Ich spiele einer meiner Lieblingsfraktionen, die Zwerge, und ich spiele gegen die Tiermenschen. Momentan absolutes Tier 1, mega stark, sehr schwer zu schlagen. Auf meiner Seite habe ich 671 Einheiten, er hat 505. Ich habe vorne 4 Regimenter aus Miners, also Bergwerker mit Sprengladungen. Ich habe 3x Slayer dabei, einmal davon Drachenrücken Slayer. Und im Rücken habe ich noch 3x Bootmans Kumpane. Dann einmal eine Kanone dabei, mein Runenschmied mit all seinen Zaubern. Und ich habe auch Ungrim alle seine Verstärkungszauber gegeben. Ja, wir sehen hier rechts einmal beim Gegner Chaoshunde, 3 Stück. Dann hat er in vorderster Front Bestigorhorden, so. Dann hat er den Großhäuptling als General auf Streitwagen mit dabei. Hinten hat er noch 2x Minotaurum mit Zweihandwaffen. Dann noch einen Schaman mit Schattenzaubern. Und Sturmbulle hat er mit dabei. Ja, wir starten ins Gefecht. Mal gucken, was sich hier so abspielt. Als erstes macht er einen Flankenangriff mit seinen Hunden. Die haben Gott sei Dank eine ganz, ganz geringe Führerschaft. Die gehen immer ziemlich schnell. Das macht meine Kanone. Oh ja, die hittet schön. Gyrocopter habe ich übrigens auch noch 2 Stück mit. Finde ich mega, mega stark. Man hat ein bisschen Mobility dadurch. Oh ja, die Kanone macht noch ganz gut Schaden. Hat die Hunde versuchen hier durchzubrechen. Haben mit der Kanone echt schnell den Gar ausgemacht, muss man sagen. Und meine Kanone ist komplett vernichtet innerhalb von einer Minute. Hier sieht man, ich werfe schön die Granaten ab. Oh ja, das hat auch gesessen. Aber leider haben sie nur 2 Ladungen dabei. Oh ja, der war auch ganz gut. Ja, ich habe Gott sei Dank alles schön weit auseinandergestellt, deswegen war der Zauber jetzt nicht so arg heftig. Schön die Sprengladungen jetzt rein in die Gegner. Oh ja, die haben gut wehgetan. Oh ja, oh ja. Das ist sehr schön. Meine Bugmans habe ich neu formiert. Ah, oh, die Minotaure sind einfach stark. Und Fokus natürlich sofort Ungrim. Aber die kriegen hier ganz gut von meinen Bugmans Kompan auf den Kopf. Die gehen jetzt natürlich dort rein. Aber die sind auch ganz gut gegen Charge. Die halten wirklich was auch in die Bugmans Kompan. Hier habe ich schön flankiert. Ich weiß nicht warum. Die habe ich auch kurzzeitig vergessen zum Micron. Hinten sind auch die anderen Minotauren durchgebrochen. Ist halt eine absolute Rush-Armee. Jetzt habe ich endlich gemerkt, dass die ganz schön fight waren. Und hole sie jetzt nachträglich rein, um sie komplett in den Mangel zu nehmen. Die Slayer habe ich hier noch warten lassen, warum auch immer. Die Bugmans schlagen sich aber recht gut gegen die Minotauren. Auch wenn sie natürlich den kürzeren ziehen. Aber die Slayer kommen jetzt von hinten und sind natürlich perfekt gemacht gegen Minotauren. Aber die sind einfach so schnell. Aber jetzt sind die Slayer drin und die Minotauren suchen gleich das Weite. Eine richtig schöne Schlacht. Hier sind jetzt auch die Slayer, die ich hinten hatte, habe ich jetzt vorgezogen, um die Bugmans Kompan zu schützen, um die Minotaure zu zerlegen, was sie auch grandios machen. Ich habe dieses Spiel nicht auf Rüstung gesetzt, sondern auf puren Damage, weil die auch nicht so viel Rüstung haben. Deswegen war das meine Wahl. Und hier meine Gyrocopter machen auf jeden Fall ihren Job, Leute. Das ist so geil. Hier eine riesen Bestigor-Herde, ey. Oh mein Gott. Ja, die haben übrigens Ungrims, haben wir jetzt gar nicht gesehen, ne? Ungrim haben sie direkt zerfetzt, weggefokust einfach.
Da habe ich mir gedacht, okay, was du kannst, das kann ich auch und habe dann seinen General mit meinen Fernkämpfern gefokust. Wie ihr jetzt gerade seht, habe ich mich dann quasi gerecht, weil ich dachte, okay, du Lord Snipes, das können wir auch. Der Sturmbulle ist extrem, also... Boah, das war so schwer, den down zu kriegen. Er hat auch 100 Rüstung und ich habe nicht viel rüstungsdurchbrechende Sachen dabei gehabt, also quasi gar nichts mehr nach dem Umgehen weg war. Was hat er eigentlich an Rüstung? Auch 80. Aber Buckmanns Kumpane sind auch keine schlechten Nahkämpfer, das darf man nicht vergessen. Ich stelle den Plänke-Modus eigentlich in der Regel immer aus, weil ich hasse das, wenn sie die ganze Zeit durch die Gegend rennen, wenn irgendwo ein Gegner in der Nähe ist. Und deswegen lasse ich sie lieber kämpfen, weil sie auch im Nahkampf ganz gut sind. Aber ihr seht es hier, meine Gyrokopter gehen auch schön auf den Großhäuptling drauf. Die Buckmanns Kumpane bleiben tapfer stehen und kriegen auch keinen Charge-Bonus. Also der Gegner kriegt keinen Charge-Bonus. Mega, mega cool. Absturmabwehr gegen große Feinde haben sie. Und die habe ich schön weit auseinandergestellt, dass immer einer auf ihn verschießen konnte. Ja, meine Bergwerker stehen hier wirklich tapfer, Leute. Aber der Sturmbulle, der Rock des Todes. Und deswegen habe ich jetzt meine Drachenrücken-Slayer dazu geholt. Die habe ich leider ein bisschen meine Miners nicht gemicrot. Die Bergwerker stehen da ein bisschen einfach noch rum. Aber ich fokusse weiter sein General, weil ich mir gedacht habe, das mache ich jetzt auch. Damit er weg ist, um ein bisschen die Moral zu brechen. Und ihr seht es, also die machen wirklich guten Schaden, die Gyrokopter an Groß. Rüstungsdurchdringender Schaden und an Groß machen die Schaden. Super Einheiten, man kann immer einen hinterher schicken, um ihnen dann den Rest zu geben. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, was nie passiert ist im Fight, aber ich denke, das war nicht mehr lange. Wie viel Leben hat er denn noch? 200, mal gucken. Ich glaube, er ist auch gestorben. Oh, da kommt nochmal vom Gyrokopter das Geschoss geflogen. 166 nur noch am Start. Nächstes Geschoss kommt vom Gyrokopter geflogen. Nur noch 6 HP. Okay, ich glaube, den habe ich hier mit den Gyrokoptern vernichtet. Komm, einen Schuss noch. Dann ist der Großhäuptling auch direkt down. Schönes Modell übrigens. Na, haben sie das doch nicht mehr geschafft? Vielleicht ist auch einfach geflohen mit 6 Leben und minus 27 Führerschaft, kommt auch kein General wieder. Wobei, da kommt nochmal ein Geschoss, ich glaube, das gibt ihm den Rest. Nein, er hat verfehlt, tatsächlich. Sie haben aber immer noch den Angriffsbefehl, komm, einer wird ihn noch treffen, da kommt das nächste Geschoss geflogen. Und das war der Treffer, alles klar. Da haben wir es ihm hart besorgt. Noch führen auf jeden Fall die Tiermenschen. Aber ich habe den Vorteil der Fernkämpfer und ich habe einfach die Slayer, die nicht aus dem Kampf fliehen. Und das ist ein Riesenvorteil und die Drachenrücken-Slayer, die sind einfach mega stark gegen Groß. Und die legen sich auch gerne mit so einem Sturm mit Mann, weil genau darauf haben die Typen Bock. Die wollen gar nichts anderes, die wollen nur solche Viecher haben. Und ihr seht es, er kassiert auch hart und meine Fernkämpfer greifen ihn jetzt auch an. Und dann macht der Sturmbulle nichts mehr und natürlich auch, weil es das gefährlichste, die gefährlichste Einheit jetzt für mich war. Gehen auch meine Gyrokopter jetzt auf den Sturmbullen, der jetzt am Fliehen ist. Und schon sind wir wieder ausgeglichen beim Powerbarometer. Aber Sturmbulle ist wirklich extrem. Es ist so ein harter Charakter. Ja, hier haben wir uns den Häuptling noch geschnappt. Oh ne, Schamane war es, glaube ich, heißt der, ne? Ja. Der Schattenschaman, den haben wir uns jetzt hier noch gegönnt. Gyrokopter machen einen ausgezeichneten Job. Die hier hinten, die kommen nicht wieder mit 33 Leben. Die kommen auch nicht wieder. Minus 15 Führerschaft. Und der General ist tot. Und der Schamane ist auch da und da kommt er auch nicht mehr wieder. Er rennt hier in seinem kleinen Kampfknubbel noch durch die Gegend. Aber dem habe ich halt was entgegenzusetzen. Ich habe noch 2 Regimenter Slayer. Zwar schon hart angeschlagen. Hier noch mit 23 Modellen und hier noch mit 21 Modellen. Aber das reicht in der Regel aus, um so einen Sturmbullen zu killen. Plus noch die Unterstützung der Fernkämpfer, was auch nochmal 10% auf die Moral drückt. Er hat sich wieder gebufft. 24 Geschwindigkeit. Jetzt habe ich mich entschieden, hier auf die Bestigor-Herde zu gehen, weil die nicht so schnell wegkommt.
Und hab gedacht, okay, geht alles auf die Moral, töte was geht, töte was du kriegen kannst. Und die kriegen auch super, super gut von meinen Drachenrücken-Slayern ins Gesicht, Leute. Die schmetzeln einfach des Todes. Meine Gyrokopter haben auch keine Munition mehr. Die müssen jetzt schon in den Nahkampf fliegen. Ihr seht das hier, der Sturmbulle, ey, was der einfach weg nachts hier, boah. Und der Ansturm kommt, aber die sind ja gewappnet gegen Ansturm. Zack, das macht fast gar nichts bei denen. Alles gut, also habe ich erstmal die beiden hier zerlegt. Und gehe mir jetzt den Sturmbullen holen, der wirklich einen riesen Job gemacht hat hier, das muss ich ehrlich zugeben. 33 Kills. Und meine Gyrokopter gehen in den Nahkampf. Da sind sie natürlich schwach mit Nahkampfangriff 19 und Abwehr 20. Waffenstärke, naja. Rüstungsdurchdringen 17. Aber sie treffen halt kaum. Ja, der Sturmbulle eigentlich die letzte Einheit, die noch fightet. Oh, es hat da kurz mal ein bisschen was ins Gesicht bekommen. Und die Gyrokopter im Nahkampf hier. Und meine verrückten Slayer, die kriegen einfach nicht genug, Leute. Die kriegen einfach nicht genug. Ja, das war's. Das war das Gefecht. Ich finde die Zwerge geil. Ich will auch unbedingt die Zwergenkampagne spielen. Wir gucken mal kurz in die Stats rein. Ungrim hat gar nichts gerissen. Den hat er instant weggefokust mit seinem Minotauren. Auch mein Runenschmied kam zu gar nichts. Der wurde auch super schnell aus dem Spiel genommen. Aber ich habe Gott sei Dank 3 Regimenter mit Slayer mitgenommen. Die einen haben 100 Kills bei 500 Gegnern. Die haben ein Fünftel alleine gekillt hier, die Jungs. Meine Buchmannskumpane haben das ganze Feuer, die ganze Agro auf sich gezogen. Und haben aber trotzdem noch bis zum Ende durchgehalten und gestanden. Meine Kanone, die war eigentlich relativ wertlos. Mit 16 Kills hat die sich nicht rentiert. Meine Gyrokopter, die waren gut. Die haben halt auf die großen Ziele geschossen. Und deswegen halt so wenig Kills. Aber die haben auf jeden Fall richtig Schaden gemacht. Die Miners haben die Linie mehr als gut gehalten. Muss man ganz ehrlich sagen. Also Bergwerke auf Deutsch. Auf jeden Fall war das eine gute Leistung. Und hier sieht man es. Sein Großhäuptling, der hat halt mit dem Streitwagen richtig was gemetzelt. Seine Hunde waren auch nicht schlecht. Die haben halt meine Kanone instant ausgeschalten. Sind aber dafür dann auch gleich draufgegangen. Der Sturmbulle hatte 38 Kills, ja, okay. Er hatte auf jeden Fall lange mitgemacht, den Häuptling. Der hat nicht so viel gerissen, meine Einheiten standen gut, sodass die Zauber nicht so doll einschlagen. Und die Zwerge sind ja auch relativ immun gegen Zauber. Deswegen ganz gut gestanden. Ja, wie ihr seht, ich habe mich für wenig Rüstung entschieden. Obwohl, die haben, glaube ich, auch 85, die Bergwerker. Aber ich habe jetzt hier nicht die ultra krassen Elite-Einheiten in die Frontlinie gestellt. Ich habe mich eher darauf verlassen, dass ich mit meinem Gyrokoptern und meinen Slayern denen die Hölle heiß mache. Und so ist es ja Gott sei Dank auch gekommen. Ja, mir hat es auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. War ein cooles Ründchen. Ja, Leute, wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, klickt doch einfach auf meinen Link unten von MMOGA. Dort könnt ihr vergünstigt Spiele kaufen und ich kriege eine kleine Provision. Ihr habt den Spiele-Key oder die Coins, was auch immer, innerhalb von 5 Minuten und ich habe auch was davon. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich damit ein kleines bisschen supportet. Ja, hier ein kleines bisschen Eigenwerbung. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Runde. Haut rein, euer Fearscreen.